Welche Exact-Loot-Shooter gibt es aktuell? Welche kommen kurzfristig auf den Markt? Und was sind Schätze, wo wir langfristig darauf hoffen können, dass das die großen Titel werden? Wir schauen uns das an, aber vorher erst einmal, was definiert eigentlich einen Extraction-Loot-Shooter? Das Leben ist endlich. Das heißt, wenn man stirbt, verliert man seine Ausrüstung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil das Leben dadurch eine Wertigkeit bekommt und der Tod wehtut. So soll das sein in einem Extraction-Loot-Shooter. Zweitens, es gibt ein Extraktionssystem, das heißt, man sucht sich sozusagen einen Ausgang, der einem vorgegeben wird oder den man sich selber irgendwie erspielen muss. Jedenfalls, wie man dann zu diesem Ausgang gelangt, wann man den benutzt und was man auf dem Weg dahin macht, ist einem selber überlassen. Ob man PvP macht, PvE, Aufgaben erledigt oder einfach nur die Map anschaut, ist jedem selbst überlassen, wie man es spielt. Genau das macht einen Extraction Loot Shooter aus. Nur muss am Ende eben dieser Ausgang erreicht werden, um seinen Progress fortzusetzen. Und die dritte Säule ist das Loot-System, und zwar muss es ein komplexes Loot-System geben, das heißt, man findet Dinge in dieser Welt, kann sich Dinge craften und diese mit extrahieren. Man verliert diese Dinge natürlich, wenn man stirbt. Wenn man sie aber erfolgreich extrahiert, kann man sie benutzen, um Missionen abzuschließen oder um Dinge in seiner Basis auszubauen, um weiteren Progress zu bekommen. Und damit fangen wir auch mit dem Meister seiner Klasse an. Escape from Tarkov ist die Nummer 1. 2016 in die Alpha gegangen, seit 2017 in der Beta. Und bis heute ist es so, dass es zunehmender Beliebtheit sich erfreuen kann. Okay, den Satz hätten wir anders formulieren können. Jedenfalls, es wächst wirklich jedes Jahr. Jedes halbes Jahr gibt es einen Vibe, das heißt, der Progress wird komplett zurückgesetzt und trotzdem sind die Spieler umso mehr erpicht, gerade am Anfang eines Vibes komplett zu eskalieren in diesem Spiel. Es gibt neue Maps, neue Inhalte, es gibt neue spannende Sachen zu erforschen und das zieht immer wieder die Spieler und viele neue Spieler Jahr für Jahr oder beziehungsweise alle 6 Monate wieder neu an. Interessant hierbei ist, dass in dieser Nische der Extraction-Loot-Shooter Escape from Tarkov eigentlich nochmal eine Unternische bedient, nämlich komplett Hardcore ist. Das heißt, der Tod tut dir extrem weh, der Loot ist extrem wertvoll und den Ausgang zu erreichen, die Extraktion zu schaffen, ist besonders schwer. Interessant hierbei ist, dass sich jahrelang kein anderer Hersteller an dieses Genre getraut hat. Tarkov also komplett ohne Konkurrenz, bis dann schließlich irgendwann mal die ersten Publisher kamen und sich ans Thema rangewagt haben, bis hin sogar zu den ersten AAA-Herstellern. Und da kommen wir auch schon direkt zu Platz 2 momentan der existierenden Extraction Loot Shooter. Und das ist tatsächlich ein Modus in Call of Duty von Activision, und zwar die DMZ. Es ist mit Leichtigkeit der zweitgrößte Extraction Loot Shooter momentan auf dem Markt. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es keine Konkurrenz gibt und von einem Hersteller ins Leben gerufen wurde, der bereits eine riesige Spielerschaft vorweisen kann. Und somit war es ein leichtes, auch Spieler in diesen neuen Modus hineinzubekommen. Alle Aspekte eines Extraction-Loot-Shooters werden hier erfüllt und ich finde persönlich, dass die DMZ es unglaublich gut gemacht hat, das Ganze auf einer Casual-Basis zu realisieren. Das heißt, der Tod weh, aber eben nicht so sehr. Man kann innerhalb von 15 Minuten teilweise sein Loadout wieder kostenlos bekommen und wieder in eine Runde reingehen, ohne Ingame-Währung ausgeben zu müssen. Also das ist verkraftbar. Der Loot tut weh, aber auch nicht so viel, da man relativ schnell wieder neu reingehen kann. Und die Extraktion ist nun mal auch nicht so schwer zu erreichen. Also man sieht schon, alles hat eine sehr, sehr gewisse Leichtigkeit und ist sehr schnell zu erlernen. Gleichzeitig kann man sehr viel entdecken. Also eine sehr, sehr interessante Umsetzung von Activision. Und meiner Meinung nach hätte dieser Titel auch was ganz Großartiges werden können, wenn Activision nicht gesagt hätte, okay, irgendwas stimmt hier nicht, wir stellen die Entwicklung ein, und somit ist Ende 2023 leider die Entwicklung komplett eingestellt worden. Die Server sind noch aktiv, das heißt, man kann die DMZ noch spielen. Wir vermuten, dass es halt ein Jahr am Leben gehalten wird. Das passiert mit den Modi, die bei Call of Duty abgeschaltet wird, nun mal so, dass ein Jahr lang noch die Server weiterlaufen und dann schlussendlich abgeschaltet werden. Die Entwickler der DMZ, also das Entwicklerstudio Infinity Ward, hat sich bedankt für den Support und die Erfahrungen, die gesammelt haben, und hoffen es in zukünftige Projekte wieder reinstecken zu können. Also vielleicht erwartet uns noch irgendwann ein Nachfolger, aber es war der erste Versuch eines AAA-Entwicklers in dieses Genre einzusteigen und wir wissen tatsächlich nicht, warum es nicht gelungen ist. Alle gehen davon aus, dass die Zahlen am Ende einfach nicht gestimmt haben. Auf Platz 3 zähle ich jetzt alle Extraction Loot Shooter auf, die momentan noch auf dem Markt sind. Das sind kleine Titel, also weitaus kleiner als Platz 1 und Platz 2. Deswegen einmal alles zusammengefasst. Und zwar fangen wir direkt an mit Vigor. Vigor ist der Titel für die Konsole. 2019 bereits erschienen, hat Vigor sozusagen den Extraction-Loot-Shooter-Markt relativ früh in Angriff genommen und ist bis heute noch mit Spielern besiedelt. Es wird weiterentwickelt und ist aktiv. Es ist das Spiel, was Escape from Tarkov, der Nummer 1 in diesem Genre, wirklich am nächsten kommt auf Konsole. Und tatsächlich ist es so, dass es auf Konsole auch extrem wenig Konkurrenz gibt. Also Vigor hier die ganz klare Nummer 1. Wir haben wirklich sehr gut gemachtes Spiel, vor allem dafür, dass es bereits seit 2019 auf dem Markt ist.
2022 ist das Spiel Lost Light erschienen, komplett Free-to-Play. Hier haben wir das Problem, dass es so ein bisschen, dieses Free-to-Play-System gegen sehr viel Ingame-Einkäufe austauscht. Also während man von anderen Extraction-Lootern das ja gewohnt ist, dass man seinen Stash ausbauen kann, kann man hier zum Beispiel einfach Geld bezahlen, also echt Geld, um seinen Stash auszubauen, um sich Ausrüstung zu kaufen und also alles ist mit Geld bezahlbar. Und teilweise sagen die Leute auch, man muss irgendwann auch Geld investieren, um gewisse Dinge noch in seinem Leben schaffen zu können. Also Lost Light, es ist kostenlos, man kann gut reinschauen, allerdings ist es hier auch nur eine relativ kleine Erwähnung wert, wegen diesem Geldaspekt. Dagegen mehr Liebe in das Spiel reingesteckt, meiner Meinung nach, hat das Spiel Marauders, ein großartiger Titel, ist leider komplett in der Versenkung geblieben. Es hatte so einen ganz kleinen Hype bei Early Access Release, seitdem wird es weiterentwickelt. Das Besondere hierbei ist, es hat auch alle Aspekte eines Action-Loot-Shooters, aber es führt den Weltraumkampf mit ein. Das heißt, um seinen Raid zu starten, muss man sozusagen erstmal in einem Raumschiff auf einer Basis oder einem Raumschiff andocken und dort startet der Raid. Der Raid wird durchgeführt mit einem Zeitlimit. Dann muss man diesen Raid sozusagen beenden, indem man wieder in sein Raumschiff steigt, in seine Kapsel und von dieser Kapsel aus sozusagen in den Weltraum dann in den Exit oder an den weiteren Exit, also den zweiten Exit erreichen. Sehr interessantes System. Das Interessante hierbei ist das Setting und zwar haben wir ein Steampunk-Setting. Sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich liebe es. Also ich liebe dieses Setting so sehr. Es ist absolut geil, wenn auf den Raumschiffen plötzlich Kettenfahrzeuge zu finden sind. Auch die Figuren, wie sie aussehen mit ihren Stahlhelmen aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also sehr speziell und deswegen ist dieses Spiel anscheinend noch sehr, sehr klein geblieben. Aber wer weiß, was hier in Zukunft passiert. Es wird fleißig entwickelt und die Entwickler sagen, dass sie hier noch einiges vorhaben. Auch extrem wichtig zu erwähnen ist Dark and Darker. Dieses Spiel hat einfach einen Durchbruch erlebt, muss man sagen, als es 2023 auf den Markt kam. Und zwar haben wir hier ein Fantasy-Extraction. Kann man schon sagen, Shooter? Hier ist es halt schwierig. Wir spielen in einem Fantasy-Universum. Das heißt, wir haben Schwert und Schild, Magie und so weiter. Das Ganze ist aber sehr gut umgesetzt, beinhaltet alle Elemente. Ein Loot-System, ein Extraktionssystem, ein PvP-System und so weiter und so fort. Ist sehr gut umgesetzt. Dark and Darker hatte dann aber große rechtliche Probleme wegen einem Rechtsstreit und hier wird's interessant, denn dann kam ein neuer Titel auf den Markt, der diese Schwäche nutzen wollte, diesen Zeitpunkt für den Early Access wirklich gut genutzt hat und das Ganze nennt sich Dungeonborn. Dungeonborn ist jetzt ganz frisch 2024 erschienen und setzt grafisch und spielerisch nochmal einen drauf, ist im selben Setting angesetzt und man kann sagen, momentan möglicherweise eine Weiterentwicklung zu Dark and Darker, zumindest was das Optische angeht. Also auch hier bei diesen beiden Titeln wirklich sehr viel Potenzial, aber noch ein unteren Genre im unteren Genre im unteren Genre. Und wenn wir jetzt nochmal ein unteren Genre oben drauf setzen, dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar auch ein großartiger Titel, aber wirklich in so einer extremen Nische. Und zwar reden wir hier von Ghost of Tabor. Ein großartiges Spiel mit unendlich viel Liebe programmiert und 2023 auf den Markt gekommen. Das Krasse ist hier, dass wir ein wirklich hochqualitatives Spiel haben, welches aber nur mit einer VR-Brille zu spielen ist. Und ich empfehle hier persönlich eine relativ gute VR-Brille, um wirklich Ghost of Tabor in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich ist es so, dass Ghost of Tabor dieses Gefühl des Action-Loot-Shooters nochmal eine Stufe weiter treibt und den Spieler selbst in einen Raid schickt, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich mittendrin. Sehr, sehr, sehr guter Titel, aber wirklich ausschließlich für die VR-Fans. Gehen wir wieder ein paar Ebenen nach oben Richtung Escape from Tarkov und hier haben wir den Titel Incursion Red River, vorher bekannt unter Project Quarantine. Und zwar ist das wirklich extrem angelehnt an Escape from Tarkov. Ist 2024 jetzt aktuell in einer Demo auf Steam kostenlos spielbar. Also jeder von euch kann es selbst antesten. Ich habe selber gespielt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt kommt das große Aber. Es ist eine reine PvE-Erfahrung. Das heißt, wir haben keine Feindspieler an Bord. Wir kämpfen also nur gegen KI, die wirklich zugegebenermaßen extrem gut umgesetzt ist. Also man ist schon überrascht, wie sehr diese KI einen flankt und einen ärgert. Allerdings ist es nun mal so, dass PvP ein ganz großer und unendlich wichtiger Aspekt in einem Extraction-Loot-Shooter ist, weil eben durch den PvP-Aspekt die Extraktion und das eigene Leben und so weiter alles noch viel wertvoller wird als eine KI, die man vielleicht vorhersehen kann. Aber für Leute, die eben keine Lust auf PvP haben,
und eher eine, sage ich mal, gemütlichere Variante. Also ich bin trotzdem sehr oft gestorben in diesem Spiel, aber trotzdem eine gemütlichere Variante eines Action-Loot-Shooters haben wollen. Die kommen hier bei Incursion Red River wahrscheinlich gut auf ihre Kosten. Auf jeden Fall empfehlenswert. Das sind so die wichtigsten Titel, die wir hier nennen können. Und jetzt fragen sich schon die ersten Leute, ja, Erik, warum nennst du denn nicht Hunt Showdown? Hunt Showdown, ich sag's immer wieder, ist kein Extraction-Loot-Shooter, sondern ein Extraction-Shooter. Hier fehlt nun mal das komplexe Loot-System, Handelssystem und so weiter. Es ist alles nicht vorhanden. Hunt Showdown, eines der besten Spiele überhaupt, aber eben nicht in der Extraction-Loot-Shooter-Kategorie. Leider, ich würde Hunt Showdown sonst komplett suchten. Dagegen in der Extraction-Loot-Shooter-Kategorie noch ein Titel oder noch drei Titel, die jetzt kommen, die aber wirklich noch nicht so richtig spielbar sind. Also man kann sich für Playtests anmelden und dann schon mal reinschnuppern. Der erste Titel ist Beautiful Light. Hier haben wir ein asymmetrisches System. Das heißt, PMCs kämpfen sozusagen gegen irgendwelche Wesen, die einen die Extraktion an der Extraktion hindern möchten. Es ist noch in der sehr, sehr frühen Anfangsphase. Man kann sich aber schon auf dem Discord für Playtests anmelden. Sehr, sehr interessantes System. Beautiful Light sieht sehr gut aus, auch von der Grundmechanik her. Dann haben wir Eve Vanguard, sieht fantastisch aus, konnte man bereits anspielen, ist ja 2024 tatsächlich schon mit einer festen Roadmap bis Mitte des Jahres komplett durchgeplant. Allerdings kann es nicht jeder spielen. Eve Vanguard ist wirklich für die Eve-Spieler gedacht, also wirklich nur wer einen Eve-Zugang hat mit einer extra Premium-Variante, der bekommt überhaupt erst Zugang zu diesem frühen Projekt, dieses Extraction Loot Shooters. Das heißt, man merkt hier, dass Entwickler sehr, sehr vorsichtig sind, dieses Spiel zu veröffentlichen. Sie wollen erstmal ihre Community mit an Bord haben und damit langsam sozusagen selber entdecken, wohin der Weg geht, keine Fehler machen und Schritt für Schritt dieses Projekt weiterentwickeln, was zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich sagen, schon extrem gut aussieht. Und der dritte Titel nennt sich einfach Exfil, ist tatsächlich ein Ein-Mann-Projekt, auch sehr, sehr interessant, wieder ein Extrem. Man sieht, das sind alles so ein bisschen verrückte Projekte, alles keine AAA-Entwickler. Hier sogar ein Solo-Man-Entwickler, der in diesem Projekt arbeitet. Auch hier kann man sich zu frühen Playtests anmelden und möglicherweise startet jetzt sogar die kostenlose Pre-Alpha. Jedenfalls muss man sich da wirklich auch auf dem Discord melden und dann versuchen, Zugang zu bekommen. Exfil, auch ein sehr interessantes Projekt. Bisher haben wir hiervon aber doch leider nicht konkrete Spielszenen gesehen, also wirklich Live-Szenen gesehen. Aber das, was bisher in den Trailern und in den gezeigten Spielszenen gezeigt wurde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das eine Person entwickelt. Ja, es ist krass, man merkt schon, es ist momentan nicht viel zu holen auf dem Extraction-Loot-Shooter-Markt, aber jetzt wird's spannend. Wir gucken uns jetzt die Titel an, die 2024 kommen und hier haben wir alleine schon drei AAA-Entwickler, die sich in dieses Genre wagen. 2024 wird ein heißes Jahr. Ganz vorne zu nennen, nicht nur weil es so extrem vielversprechend ist, sondern weil es auch als erster Titel einfach auf den Markt kommt, ist die Greyzone Warfare. Und zwar haben wir hier Ende Q1 den Early Access Release geplant. Die Entwickler halten sich hier sozusagen an alle Regeln des Extraction Loot Shooters und setzen überall noch einen drauf. Also ein ganz anderes Progressionssystem, ein komplexeres Loot-System, ein sehr komplexes Handelssystem, ein komplexes Interaktionssystem. Also Spieler sollen miteinander interagieren können, sich unterhalten können. Es gibt Fraktionen, sodass man andere Spieler gar nicht angreifen darf, andere wiederum sind feindlich gesinnt. Also es gibt eine sehr, sehr große Dynamik in diesem Spiel hier und auch das Grundprinzip der einzelnen Raids ist komplett geändert worden. Und zwar haben wir hier eine endlose Runde, das heißt, es ist nicht so, dass man reingeht und dann 20 Minuten Zeit hat, um seine Dinge zu erledigen, sondern die Welt ist persistierend. Das heißt, man steigt in eine Welt ein, in der bereits Spieler schon stundenlang gekämpft haben, miteinander kommuniziert haben, sich geholfen haben, gestorben sind und extrahiert sind. Und in diesen laufenden Welt landet man, um seine eigenen Dinge im Solo, Duo, Trio oder wie auch immer im Quad dann zu lösen. Dabei sollen sich Spieler auch spezialisieren können, das heißt, einzelne Spieler muss nicht sämtliche Skills und Fähigkeiten gemaxt haben, sondern der eine kann sich auf Medic spezialisieren, der andere ist der Entschärfer, Bombenmacher und so weiter. Also man merkt schon, das Ganze ist so ein bisschen teamorientierter. Durchaus erstmal mit Escape from Tarkov zu vergleichen, vor allem was den Hardcore-Aspekt angeht und dass es auch erstmal nur auf PC zu spielen sein wird. Hat aber gleichzeitig extrem vielversprechende Ansätze für sehr, sehr viele Punkte, die das Spiel unglaublich spannend aussehen lässt, sodass ich mich extrem freue, in dieses Spiel einzusteigen und Content hierzu zu machen. Also da freue ich mich ganz besonders drauf, vor allem, weil es eben auch kein AAA-Hersteller ist. Deswegen die Jungs und Mädels sind hier noch ein bisschen freier in ihren Entscheidungen und ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, was hier passiert. Also das werden wir schon Ende März erleben. Dann kommen wir auch schon zu dem ersten AAA-Entwickler und hier reden wir von Ubisoft. Ja, Ubisoft tatsächlich will mitspielen in diesem Genre. Und zwar heißt das Spiel Division Heartland. Division Heartland wird auch
vielleicht so kurz nach Q1, also in Q2, Anfang Q2, Mitte Q2 möglicherweise erwartet, wenn es nicht mehrfach verschoben wird. Das steht alles im Raum, aber wir können eventuell schon Q2 mit diesem Spiel rechnen. Es wird direkt für PC, Konsole, also multiplattformübergreifend rauskommen und eben in Division-Style gehalten sein. Das heißt, hier haben wir ein Third-Person-Spiel und genau da ist auch der Knackpunkt. Es wird viele Spieler freuen und auch viele begeistern. Es soll ein sehr komplexes Loot-System geben, ein sehr komplexes Progressionssystem. Man kann sehr, sehr viel Zeit investieren in den Ausbau seiner Basis, seiner Fähigkeiten, seinen Charakter zu verbessern und auszubauen und einen endlosen Grind hinter sich zu bringen. Das Problem ist eben, dass nicht jeder auf die Third-Person-Geschichte steht und Fragezeichen ist, wie sehr geht Division Heartland, wenn denn dann released wird, wirklich Richtung Extraction Loot Shooter. Also es ist nicht 1 Million% sicher, ob wir hier einen vollwertigen Extraction Loot Shooter haben oder ob möglicherweise einige Aspekte so ein bisschen weich gekocht sind, dass wir hier so ein bisschen ein Mittelding haben, aus der ehemaligen Dark Zone von The Division, so in diesem Stil gehalten und einem richtigen Attack and Loot Shooter. Also hier bleibt es noch spannend, wie das Spiel schlussendlich aussehen wird. Der nächste Titel ist Ark Raiders. Die Jungs hier haben extrem viel Erfahrung auf dem Survival-Markt und haben dieses Spiel schon jahrelang in Entwicklung. Ein bisschen das Problem hier ist, dass Ark Raiders ursprünglich auch als Survival-Spiel konzipiert wurde. Das heißt, erst, sagen wir mal, vor 1-2 Jahren ungefähr, haben sich die Entwickler überhaupt dazu entschieden, aus Ark Raiders ein Extraction-Loot-Shooter-Spiel zu machen. Und wenn wir jetzt angucken, wie viele Spiele schon an diesem Genre gescheitert sind, weil das Ganze so hochkomplex und schwierig ist und so viele, unendlich viele Probleme mit sich ruft, dann stelle ich mir es für Ark Raiders relativ schwer vor, so eine relativ kurzfristige Entscheidung für ein so ein komplexes Spielsystem vernünftig durchzuziehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Ark Raiders auf uns loslassen wird. 2024 wird es definitiv soweit sein. Möglicherweise reden wir so vom Sommer. Also es ist ganz, ganz großes Fragezeichen natürlich auch hier. Aber das werde ich mir auch ganz genau ansehen. Ich bin hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen skeptisch. Umso mehr freue ich mich, wenn Ark Raiders es schafft, tatsächlich einen guten Extraction Loot Shooter auf die Bühne zu bringen. Der nächste Titel hat nichts mit AAA zu tun, aber hier sind Entwickler dabei von The Division und von Battlestate Games, dem Entwickler von Escape from Tarkov. Wir sehen also hier einen interessanten Mix von sehr, sehr, sehr erfahrenen Leuten. Das Spiel nennt sich Exoborn und soll ein PvP-orientierter Extraction-Loot-Shooter werden. Das lässt einen erstmal so ein bisschen skeptisch aufhorchen. Rein PvP-orientiert sind dann da genug Aspekte für den Extraction-Loot-Shooter mit drin. Aber dadurch, dass eben diese Entwickler so viel Vorerfahrung haben im Extraction-Loot-Shooter-Bereich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie diesen Mittelweg finden werden zwischen PvP und einem ganz sauberen Extraction-Loot-Shooter. Es könnte hier extrem spannend werden. Und ich freue mich hier ganz besonders auf diesen Titel, eben wegen den Leuten, die ich auch teilweise kenne, die aus Escape from Tarkov bekannt sind. Und wenn es 2024 dann in die Beta geht oder in Early Access, werde ich hier natürlich auch auf jeden Fall am Start sein. Kommen wir zu einem letzten Titel für 2024 und das ist nun mal auch der größte. Wir reden wieder von AAA und zwar reden wir von PUBG. PUBG bringt jetzt sozusagen einen Extraction-Loot-Shooter-Modus. Es ist leider noch sehr, sehr wenig bekannt. Wir haben nur dieses eine Bild hier, mehr oder weniger, und so ein paar Marketing-Texte, also wirklich sehr, sehr wenig Infos. Das Ganze heißt Black Budget, soll ein Extraction-Loot-Shooter werden. Es ist natürlich ein riesen Fragezeichen, ob es wirklich ein sauberer und reiner Extraction-Loot-Shooter werden wird. Es ist so ein bisschen das Gerücht, dass es Q3 2024 schon losgehen wird. Das heißt, das Jahr wird möglicherweise dann mit einem Early Access oder einer Beta oder einem Vollrelease von Black Budget abgeschlossen. Sehr interessant auch hier natürlich, dass es sich dann um einen Release für alle Plattformen handeln wird. Also, dass ein extrem großes Potenzial hinter diesem Spiel steckt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auch sehr viel Erfahrung mit drin steckt. Aber was sie am Ende draus machen, bleibt sehr, sehr spannend abzuwarten. Viele glauben nicht daran, dass sie da was Gutes zaubern werden für einen Extraction Loot Shooter speziell. Andere sagen, wenn es einer schafft, dann sind die das. Also ich bleibe auf jeden Fall neutral und schaue mir das dann an. Sehr, sehr spannend auch. Black Budget. Tja, damit sind wir schon durch. Es hätte noch einen weiteren Titel gegeben, 2024. Der hat aber seine Probleme gehabt. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen. Allerdings erwarten wir hier den Early Access, Beta oder wie auch immer Release 2025. Reden wir über diesen Titel. Das ist nämlich ein Titel von Bungie. Bungie hat unglaublich viel Erfahrung auf diesem Markt, was jetzt Looter-Shooter angeht. Also das ist sozusagen ein Titel, wo wir sogar die allerhöchsten Erwartungen hatten für 2024, bis es dann schlussendlich hieß, ey, wir kommen gar nicht 2024, sondern 2025.
Das Spiel heißt also Marathon und ist von Bungie. Und die Leute hier, die an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt sind, haben bereits so viel geteasert, dass man als Zuschauer sagen kann, oh mein Gott, die Jungs haben wirklich, Jungs und Mädels natürlich, haben wirklich was Großes vor. Also da sind alle Aspekte eines Extraction-Loot-Shooters wirklich komplett erfüllt, übererfüllt. Es geht sogar so weit, dass sie nicht nur von persistierenden Welten reden, sondern von Dingen, dass zum Beispiel Welten von Spielern entdeckt werden können und dann für die ganze Welt freigeschaltet werden kann. Also dass praktisch jemand sich verewigen kann, indem er einen Abschnitt entdeckt, indem man neue Dinge freischaltet. Sozusagen eine Welt, in der der Spieler mitbestimmt, was passiert, sich verewigen kann, sich einen großen Namen machen kann. Ich muss sagen, das klingt alles so ein bisschen nach einem Traum. Das Ganze ist auch in der Zukunft angesiedelt, also Science Fiction. Allerdings, wenn es einer schafft, dann Bungie. Kann natürlich auch hier komplett in die Hose gehen, aber das Potenzial ist unendlich groß. Wirklich schade, dass sie 2024 nicht kommen, aber dafür haben wir 2025 nochmal ein sehr, sehr, sehr interessanten Titel, wenn es denn soweit bleibt, dass sie ihre Probleme in den Griff kriegen und 2025 weiterhin festhalten für einen Release von Marathon. Last but not least gehören noch drei Extraction Loot Shooter mit an Bord. Und zwar ist das einmal die Gerüchteküche um die DMZ, also der Extraction Loot Shooter Modus von Activision, der aufgegeben wurde Ende 2023, die Entwicklung wurde eingestellt, dass hier Infinity Ward möglicherweise einen Nachfolger bringen könnte, 2025, 2026, da möglicherweise was im Busch ist. Dann Projekt Arcadia, das ist ein Projekt von Shroud. Er hat sich einer Spielefirma angeschlossen und einen eigenen Extraction Loot Shooter in Angriff genommen, was sich Arcadia nennt. Auch sehr, sehr spannend. Sehr keine Informationen hier, wann das losgehen könnte. Auch hier rechnen wir frühestens mit 2026. Und dann natürlich Dead Drop von Dr. Disrespect, das Spiel. Hier haben wir das NFT-System mit eingebaut. Das heißt, das Loot-System ist sozusagen so gehalten, dass man Gegenstände, die man in der Welt findet, einen materiellen Wert besitzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Grafikkarte in dieser Welt finde, dann hat die nicht nur einen Ingame-Wert, sondern eben einen Echtgeldwert von, sagen wir mal zum Beispiel, 2 Euro. Und Dr. Disrespect beschreibt das Ganze so. Stell dir vor, du spielst einen Extraction-Loot-Shooter und findest ein Item, was einfach mal 2000 Dollar wert ist, wie das Gefühl dann sein wird, wenn du in diesem Spiel bist und extrahieren möchtest und über deine Feinde hörst und wie dieser Nervenkitzel denn sein muss, wenn du einen Gegenstand hast, wo du einfach weißt, dass das einen extrem, extrem hohen materiellen Wert hat. Das muss nochmal das ganze Feeling eines Extraction Loot Shooters auf die Spitze treiben. So ist sein Traum. Natürlich wissen wir aus der Erfahrung, dass solche Spiele zum einen ja, schwierig sind momentan, nach momentaner Auffassung, was NFT angeht. Sehr, sehr, sehr kritisch. Mal gucken, ob der Doktor das hinbekommt. Er hat ja noch ein paar Jahre Zeit. Und was auch noch eine Sache ist, ist natürlich das Cheater-Problem. Alle Extraction-Loot-Shooter, die ein Loot-System haben, mit dem man handeln kann, haben ein extremes Cheater-Problem, weil Cheater damit Echtgeld farmen. Und wenn das Item schon Echtgeld wert ist, ist es für Cheater natürlich nochmal einfacher, hier zu profitieren. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Dr. Disrespect das in den Griff kriegt. Was jedenfalls das Spiel an sich angeht, da bin ich auch schon in der frühen Alpha mit drin und das sieht rein spielerisch, muss ich sagen, wirklich gut aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passieren wird. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle erschlagen. Das waren wirklich viele Informationen in kürzester Zeit zusammengefasst. Wir können einige Spiele nochmal besonders hervorheben. Speziell die Grey Zone, also Grey Zone Warfare, werden wir natürlich nochmal im Detail beleuchten, aber auch andere Titel. Und auch die großen AAA-Titel werden wir natürlich alle testen, ist ja gar keine Frage. Speziell Grey Zone werden wir natürlich tief eintauchen und bis dahin werden wir jeden Samstag nochmal bestehende Extraction Looter Shooter angucken und jeweils am Samstag streamen. Da bin ich mal gespannt, wie so der aktuelle Stand ist und wie sich diese Spiele, wie zum Beispiel Marauders, weiterentwickelt haben. Da gucken wir mal rein. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Aushalten. Es war ein langes Video. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen guten Tag. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.